So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Kennt ihr noch Monte? Mal kurz ein Bild zeigen aus dem Archiv. Montana Black, nee, warte mal, ist der falsche Aufsteller. Monte von Zott ist ja auch wieder was anderes, außerdem war das das Krümelmonster. Montana Black hat doch damals Gönnergy auf den Markt geworfen. Ich habe mich blamiert, weil ich nicht wusste, wie man es ausspricht. Da gab es hier diese drei super genialen Sorten, von denen ich jedes Mal Magenkrämpfe und Bauchschmerzen bekommen habe. Um ehrlich zu sein, habe ich die alle drei nicht so gut bewertet. Habe die hier aber, den Cheesecake, den Himbeerkäsekuchen, mir bestimmt noch 5-6 Mal gekauft. Weil der einfach den außergewöhnlichsten Geschmack hatte, aber immer ab der Hälfte der Dose saß ich dort und mir hat sich der ganze Magen zugeklebt, mir war das zu süß, die Süßungsmittel, das war absolut gar nicht meins. Die anderen haben mir auf der Zunge gebrannt, das war auf jeden Fall alles sehr chemisch. Das Design fand ich richtig schön, die drei Dosen fand ich mega genial. Alles richtig matt, alles richtig kräftig, alles richtig bunt. Warum erzähle ich euch das? Es gibt drei neue Gönnergy-Sorten. Die habe ich jetzt alle drei hier. Diese drei Dosen Gönnergy habe ich heute im Rewe-Sender gesehen. Die soll es eigentlich ab Montag, was ist heute überhaupt? Heute ist Dienstag, die soll es ab Montag geben. Heute am Dienstag habe ich die gefunden. Ich will das jetzt für Mittwoch hier hochladen. Das sind drei spezielle Sorten, die wurden ja auch schon mal geleakt. Die möchte ich heute testen und will dann mal gucken, wie die schmecken. Mir fällt aber direkt schon was auf. Diese Dosen sind nicht matt. Wenn ich mir die erste hier zum Beispiel angucke, die ist so richtig blechern, metallisch und wirkt halt wie so ein komisches Biermischgetränk. Sieht aus wie irgend so ein billiges Radler. Das gefällt mir persönlich jetzt gar nicht so. Was aber auffällt, die Dosen scheinen dicker zu sein. Die anderen Dosen, die besser aussahen, waren angeblich wohl so dünn, dass manche beim Festhalten die schon aus Versehen zerdrückt haben, weil die so richtig dünnes Blech hatten. Das wurde kritisiert. Die haben jetzt dickes Blech, die sind kräftiger, halten mehr aus. Dafür sind die halt wie richtige Bierdosen, aber mit Goldnippel. Und keine Ahnung, da wird jetzt auch wieder rumgehatet. Erst sind die zu dünn, dann sind die zu dick, dann sind die zu hässlich, zu grässlich. Ansonsten haben wir eigentlich drei bunte Sorten. Die, finde ich, geht sogar noch. Die ist ein bisschen unscheinbar, aber die finde ich am allerhässlichsten. Und mit der wollen wir jetzt anfangen. Pupsi will auch probieren. Hier steht übrigens auch Limited Edition Number One bei Monte. Und das ist erst recht interessant, weil es gab ja die drei ursprünglichen Sorten. Da stand auch immer drauf First Edition. Das sind jetzt limitierte Editionen, obwohl das andere ja auch irgendwie limitiert war, aber das geht einfach, das sind besondere Limitierungseditionen, vielleicht sehen deswegen die Dosen auch so besonders aus. Hier steht vorne drauf Sweet Lemon Geschmack, ui, 500 Milliliter. Ihr habt deshalb in dem Ö hier eine Zitrone und eine Limette drin. Ich fand das Design immer cool, dass auch da gerade die Sorte in dem Ö mit drin war und dass das so schlicht gehalten wurde. Aber die Dose gefällt mir halt wirklich gar nicht. Hinten steht da nochmal drauf, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Zitrusgeschmack und Süßungsmitteln. Ich weiß nicht, ob sie da was verändert haben, dass sie da jetzt weniger Süßungsmittel drin haben. Ich mach dir einfach mal, ich hau dir jetzt volle 4 Zentiliter rein. Denn das ist Zitrus, das ist komplett weiß. Das ist für Pupsi. Da kannst du mal probieren. Mir dann deine Meinung sagen, ich nehme einen Schluck aus der Dose. Zitrus müsste ja sehr säuerlich sein. Hast du nicht gesagt süß? Lemon, Sweet Lemon oder so? Sweet Lemon Geschmack. Sweet Lemon. Nicht einfach Zitrone, sondern Sweet Lemon. Ist okay. Besser als alle anderen. Aber jetzt nicht. Würde ich nicht nochmal kaufen, aber ja. Habe ich kein Gefühl, dass ich Bauchschmerzen davon bekommen würde. Schmeckt auch nicht so mega künstlich wie das Blueberry. Okay, schmeckt nicht so künstlich wie das Blueberry. Ist okay, würde es aber nicht nochmal kaufen. Ich finde, Sprite von früher war immer noch das Beste, was man trinken konnte. Mittlerweile kann ich keine Sprite mehr trinken. Das ist mir auch trotzdem irgendwie zu säuerlich,
so bissig, das greift mir zu sehr an. Ich war erst positiv überrascht, dann kam der Nachgeschmack aber nochmal dazu. Und auch hier merke ich trotzdem, dass das hinten wieder so stumpf wird, was wohl auch wieder am Süßungsmittel liegt. Nicht ganz so krass wie bei den anderen drei Sorten. Aber mir ist da einfach durch das Süßungsmittel, vertrage ich das wahrscheinlich nicht und werde einfach nie Gefallen dran finden. Die sind auch aus dem Kühlschrank, die sind richtig kalt, die sind einfach perfekt zum so trinken. Aus der Dose ist das auch irgendwie besser als aus einem Glas. Hätte ich mir jetzt schlechter vorgestellt, aber es ist trotzdem nicht meins. Also die ist nichts für mich, brauche ich nicht, würde ich nicht nochmal trinken. Ist mir trotzdem alles zu sauer, gleichzeitig zu süß, aber gleichzeitig auch zu stumpf. Und dieses abgepappte Süßungsmittelzeug hinten, nee. Am Ende wollen wir natürlich alle drei Sorten zusammen probieren. Wir gehen aber jetzt zur zweiten Sorte und haben wieder eine Limited Edition Nummer 1 bei Monte mit diesem Gönnergy in dieser teilweise orangen Dose, aber irgendwie so hellorange, so richtiges freundlich. Hier steht nämlich White Peach und deshalb habt ihr hier einen weißen Pfirsich drauf. White Peach Geschmack mit Pfirsich-Exotik-Geschmack. Pfirsich-Exotik. Also Pfirsich finde ich ja eigentlich gut. Exotic, dachte ich, war das andere, aber nee, das war ja irgendwie Tropic und nicht Exotic. Jetzt hier einfach White Peach und hinten steht noch mit Pfirsich Exotic, bin ich mal gespannt. Riecht wie so Maracuja-Saft einfach irgendwie. Das ist bestimmt auch nicht meins, weil es bestimmt auch wieder zu säuerlich ist. Spricht die Fachfrau. Ah ja. Da. Ein bisschen so wie Bonbons, was denn diese Bonbons. Diese Pfirsichbonbons, die drin gefüllt sind, kennst du die? Das haben die ja bei dem Tropical Ding auch alle gesagt. Schmeckt ja hier wie diese Bonbons, die gefüllten. Also das hat jeder. Oder nimm zwei. Oh, es schmeckt ja genauso. Ich finde, das hat Ähnlichkeit wie mit der blauen Dose von dem Blueberry Ding. Von der Kohlensäure her, von dem Säuerungsgehalt wieder mal. Ich trinke das, das witzelt auf der Zunge. Schmeckt für mich nicht gut, fühlt sich nicht gut an. Süßungsmittel wieder hinten dran. Irgendwie nicht so schlimm wie das blaue Blueberry, aber für mich auch wieder total ungenießbar. Ich kann damit absolut nichts anfangen, aber ich bin auch nicht so der Energy-Trinker. Ich finde es, glaube ich, auch nicht ganz so schlimm wie das Tropical, aber es ist trotzdem nicht meins. Ich glaube, die haben bei den Sorten einiges anders gemacht, auch mit weniger Süßungsmitteln, dass das irgendwie besser bekömmlich ist. Aber mir ist immer noch zu viel drin. Für mich ist das alles zu säureartig die ganze Zeit. Es schmeckt halt wirklich wieder wie so eine Brausetablette aus der Apotheke hier, Magnesium oder Vitamin C, ja, aufgelöst, Pfirsichgeschmack aufgelöst, es bitzelt dir alles im Mund und es ist so, oh, irgendwie so künstlich, finde ich leider nicht gut, kann ich auch nichts abgewinnen. Wir haben aber noch diese hier, denn das ist, ihr seht es, sieht eigentlich aus wie Heidelbeeren oder irgendwas anderes, da steht aber drauf, es ist natürlich Juneberry Jam Geschmack. Übersetzt haben die es einfach mit Juneberry-Geschmack. Aber Jam ist ja Marmelade, also soll Juneberry-Marmelade sein als Geschmack. Mach es mal auf, wie eine Junibeere schmeckt. Kann ich mir absolut nicht vorstellen. Ich hoffe, der ist jetzt. Ja, der ist schön lila, okay. Hau ich dir hier rein. Bitteschön. Habe ich den zweiten eigentlich so gezeigt. Guck mal, so sieht er aus. Fällt auf jeden Fall auf. Du probierst, ich probiere. Sehr, sehr künstlich. Sehr künstlich. G steht für Göcken immer noch, glaube ich. Ich habe den Eindruck gerade gehabt, hey, der ist ja eigentlich sogar sehr fruchtig und mild. Besser als die zwei anderen, also das ist wahrscheinlich hier die beste Sorte gerade, aber ich muss nochmal trinken.
Es hat aber was Traubenartiges, so ein bisschen, und irgendwas Pflaumiges auch gleichzeitig noch. Also alle möglichen beerenartigen Richtungen durcheinander, aber ich merke jetzt schon, ich habe jetzt schon wieder richtig wegen den ganzen Süßungsmittelzeug alles durcheinander. Ich komme damit nicht klar. Ich wische jetzt schon mal hier das Glas zurecht, wo wir alle drei Sorten irgendwie zusammen machen wollen. Also hier die Zitrone und Juneberry und weißer Pfirsich obendrauf. Wenn ihr schon immer wissen wolltet, wie das aussieht, wenn ihr alle drei Geschmäcker mischt, dann sieht das so aus. Das wollen wir jetzt gleich weg trinken, aber irgendwie möchte ich das trotzdem noch mal reinhalten fürs Thumbnail. Ich habe das, glaube ich, noch nicht richtig gehabt. So, perfekt. Ich würde alle drei nicht noch mal kaufen, sage ich wieder, wie es ist. Ich würde mir eher noch mal die mit dem Käsekuchen Himbeer kaufen, wenn es die noch gibt. Auch wenn ich davon Bauchschmerzen kriege, fand ich die vom Geschmack sehr präsent und dann halt irgendwie, ja, süß und stumpf. Also das ist immer noch meine Lieblingssorte, obwohl ich die auch nicht so toll finde, immer Probleme mit hat, aber die mich trotzdem irgendwie süchtig gemacht hat, sodass ich immer wieder die mir geholt habe, gerade weil die für 1 Euro immer wieder im Rewe dann da stand, habe ich die rote mit dem Käsekuchen am meisten verspeist, obwohl ich gar nicht so der Käsekuchen-Freund bin. Das ziehe ich nochmal kurz weg, um zu gucken, ob ich es überlebe. Und ansonsten, boah, Gönnergy, warum? Jetzt klinge ich schon wie Hannes. Der Hannes hat mich schon wieder angesteckt. Hannes, Kuss geht raus. Alle drei zusammen, du merkst deutlich einfach, es bitzelt alles, es brennt alles, es ist richtig säuerlich. Die Kohlensäure perlt auf der Zunge rum, greift irgendwie alles an. Verstehe ich nicht, wieso das keinem auffällt. Ob das nur bei mir so ist, vielleicht ist meine Zunge kaputt von dem vielen scharfen Essen, deswegen kann ich keine Kohlensäure mehr ab. Und ansonsten immer diese Pappe hinten raus, leider nichts. Also auch die drei Sorten, nein danke. Bin kein Energy-Freund, bin mal gespannt. Habt ihr die getestet? Was ist eure Lieblingssorte davon? Oder mochtet ihr auch die drei anderen lieber? Wie gesagt, das Design fand ich von den dreien besser. Die waren irgendwie präsenter, die haben mehr reingehauen. Das war auch was ganz Neues. Jetzt hat man schon gewusst ungefähr, was auf einen zukommt. Ich dachte erst, es kann was werden, aber ich bin wieder mal enttäuscht. Ich würde sagen, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Der ganze Magen zieht sich zusammen. Richtige Bauchschmerzen. Das jedes Mal. Ich habe gefühlt jetzt eine ganze Dose getrunken. Wer nicht, macht das nicht. Das geht nicht gut aus. Ciao.